Ich habe doch keinen Bock mehr, ich muss so akzeptieren, wenn ich keinen Bock mehr habe. Oh nein, Khalas, Entschuldigung, Schatz. Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ja Freunde, ich habe mir was ganz, ganz Besonderes überlegt. So folgendes, ich habe mir eigentlich überlegt, den Einbrecher-Prank zu machen. Ich hatte sogar zwei, drei Freunde schon parat. Nur das Ding ist, ich war vor Mariam zu Hause. Das heißt, in dem Fall war ich alleine zu Hause und nicht sie. Und deswegen werde ich mir das für einen späteren Zeitpunkt aufbewahren. Einen rechtzeitigen, guten. Und ich habe mir jetzt erstmal einen sehr emotionalen, guten Prank ausgedacht. Direkt in der neuen Wohnung. Deswegen vorab, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare ein paar Ideen rein. Das wird zu wild. Und ich würde sagen, genießt das Video. Ich habe mir was mega Geiles vorbereitet. Es ist einfach so krass. Ich werde ja diesen Ich-Ziehe-Aus-Prank machen. Krasse ist dahinter einfach, Freunde, wirklich, wir haben so hart gekämpft für diese Wohnung. Wir haben uns so sehr schon immer gewünscht, zusammenzuleben. Und da haben wir es geschafft. So viel rein investiert, so hart gearbeitet. Jedes Mal zu zweit haben wir das, egal wie viel Arbeit das war, zu zweit durchgezogen. Ja, wie soll ich euch sagen? Viel Spaß mit dem Video und... Wenn ich sage, ich muss mit dir reden, dann ist es ernst, du? Kannst gleich Staub saugen. Ja, ich mach das. Hast du schon weggewischt? Nein, Walla. Nein. Aber ist egal, ich muss mit dir reden. Komm her, jetzt schon mal bitte. Ja. Wirklich ernstes Thema. Und die Wohnung, wir haben gerade voll viele Sachen. Ich muss ein paar Sachen klarstellen. Dann staubsaugst du gleich. Guck mal, wie dreckig das hier ist. Meckern, 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 Alter. Richtig Schnauze voll davon, ne? Was willst du? Zwei Wochen mit dir hier. Der Arme, sei mal leise. Sitz mal bitte. Kannst du gleich sauber machen. Ich werde schon wieder, wenn du Massage machst. Ich glaube, du weißt ja, wir haben voll viel Kraft in diese Wohnung und so reingesteckt. Wir haben richtig gekämpft für diese Wohnung, ne? Und ich habe so überlegt, weißt du, guck mal, wir sind ja noch voll jung und so. Und meinst du nicht, es war ein bisschen zu früh, einzuziehen zusammen? Hast du wirklich Spaß? Hä? Hast du wirklich Spaß? Warum soll ich Spaß machen? Das ist wirklich ernst gemeinte Frage. Ich will deine Meinung mal hören. Wie? Meinst du nicht, es ist doch ein bisschen zu früh gewesen? Ich weiß, wir wollten das zwar unbedingt und so, wir haben voll darum gekämpft. Aber findest du nicht, es ist ein bisschen zu früh? Hä? Ich weiß nicht, voila. Ich check grad nicht, was du willst. Ich habe ein bisschen mit einem Kollegen geredet. Keine Ahnung, er meinte irgendwie, ihr seid noch voll jung, es wäre viel schlauer, so, wie soll ich sagen, die Wohnung zu vermieten. Hä? Meinst du, mir ist ja viel schlauer, so die Wohnung zu vermieten. Und ganz ehrlich auch, es ist auch anstrengend, weißt du, es ist nicht leicht, voll stressig. Wohnung, Eigenverantwortung, aufräumen. Es kommen so viele extra Kosten. Aber das ist doch das, was du wolltest. Ja, ich weiß, aber ich habe überlegt, guck mal, wie viele Nebenkosten wir haben. Wir sind privat versichert. Hä? Und das alles ist voll viel, Mann. Ja, aber du weißt doch ganz genau, dass wir immer beide bezahlen. Ja, natürlich, aber es wird zu viel irgendwann. Diese ganzen Kosten und dieser ganze Stress. Aber die übernimmst nicht nur du alleine, das ist gar kein Ding, diese Kosten. Ja, trotzdem zu viel für mich. Hä? Ja, okay, was denn? Alles einfach. Was alles denn? Stört mich. Was mal. Denn? Was denn? Nenn mir einen Grund. Alles so, einsam. Keine Ahnung, dass. Ich glaube, ich bin noch nicht so weit für diese Eigenverantwortung. Hä? Erst sagst du Eigenverantwortung, dann sagst du Kosten, was ist denn jetzt? Hä? So, dies alles alleine machen, aufräumen. Hä, aber das mache doch alles ich? Ja. Trotzdem. Hä? Kurz gefasst, ich glaube, ich bin am Überlegen, wieder auszuziehen, Mann. Du? Ja. Nach allem. Ja? Also, ich habe umsonst diesen Schrank einen ganzen Tag aufgebaut. Ich habe umsonst dieses Bett hier geholt. Ich habe umsonst räume ich jeden Tag auf. Na, keine Ahnung. Ja, okay.
Ja, ist keine Wir haben zwar so dafür gekämpft, aber jetzt ist es soweit, ne? Aber wo kommst du plötzlich? Das ist voll komisch. Ja. Du kommst einfach plötzlich. Ja, ist nun mal so. Hä? Junge, du hast es nicht einen Tag vorher angesprochen. Du hast nichts gesagt, nichts. Das kommt einfach mal jetzt. Den kann ich nicht ernst nehmen. Ja, was machen wir jetzt? Wie, was machen wir jetzt? Also ich werde wahrscheinlich beschließen, dass ich hier ausziehe. Du kannst gerne hierbleiben erstmal. Was bist du denn für einer? Was bist du denn für einer? Warum? Was für ausziehen? Ich komme extra hierher, ich wohne mit dir hier, damit du am Ende sagst, nach einer Woche ich will ausziehen. Das ist jetzt so alles, das ist so dein Dank? Ja. Kann ich gar nicht ernst nehmen. Voilà. Also ich kann dich nicht ernst nehmen, ich kann deine Aussage nicht ernst nehmen. Weil dann ist das, so nennst du sie gerade für mich irgendwie, dass ich sagen kann, okay, er hat recht. Mit keiner Sache, die du mir gerade aufgezählt hast, sage ich, okay, du hast recht. Ja. Mir fehlen auch voll die Worte, aber ich habe keinen Bock mehr, noch. Ich glaube. Das kannst du schon immer am besten meckern und dich dann verpissen. Ja, ich denke, ich werde jetzt auch erstmal heute gehen, auf jeden Fall. Ja, sollst du auch. Ich werde auf jeden Fall heute gehen und dann. Ja, geh, dann hätte schon gehen. Hast du irgendeinen Rucksack oder so für mich? Nein, ist meiner. Ja, egal, ich komme sowieso noch mal vorbei. Ich nehme erstmal hier so die wichtigsten Sachen mit. Meine Tasche. Und meine Socken. Setz dich mal hin. Warum? Ich will mal ganz mit dir reden. Was willst du mit mir reden noch? Hallas, ich hab dir doch gerade gesagt, was Sache ist. Mein Kollege wartet auch draußen die ganze Zeit. Komm mal her, setz dich mal ganz kurz hin. Ich will ganz kurz mit dir reden. Was? Komm. Ich verstehe gerade den Grund nicht. Du kommst plötzlich. Ich habe dir doch gerade gesagt, was für mich der Grund ist. Halle, ist doch fertig. Hä? So abgehakt. Aber was ist denn der Grund? Was ist denn der Grund? Setz dich mal bitte, ist doch ein ernstes Thema. Oder sind wir kleine Kinder? Wir können doch mit normalen Menschen reden. Ich muss selber erstmal klarkommen, Mann. Okay. Selber erstmal klarkommen. Worauf? Hä? Worauf? Auf alles hier. Jürgen, wie alt bist du? 20. Du bist ein 21. Ja. Man benimmt sich mit 20 so, dass man sagt, das ist doch keine kleine Entscheidung, die man trifft. Wenn man umzieht, wenn man wegzieht, dann weiß man doch schon, worauf man sich einlässt. Ja. Und in deinem Alter müsstest du das auch wissen. Ja. Ja, also. Ist fertig. So, du Feiner. Komm mal her, ich rede mit dir. Du kannst hier einfach gehen. Hallo. Komm mal her! Lass mal, willst du das doch in die Länge ziehen die ganze Zeit? Nein. Wir können morgen uns nochmal treffen, darüber reden, aber. Aber du verstehst nicht? Ich will doch einfach nur einen Grund haben. Es gibt keinen Grund, keinen Bock mehr einfach. Hey. Und du meinst es gerade ernst? Ja. Okay, wenn du das doch so ernst meinst, dann nenn mir doch einen Grund. Kein Bock mehr. Kein Bock mehr, dann hast kein du keinen Bock mehr auf die Beziehung. Ja. Kein Bock mehr. Komm mal her. Was denn? Komm mal. Nein. Junge, komm mal her. Was? Ich will nicht. Komm mal her jetzt. Nein, reicht doch. Ich will nicht. Ich will doch gehen. Junge, komm mal her. Komm mal her. Was ist das? Junge! Komm! Nein! Komm. Ich will nicht! Ich will doch nicht mehr! Komm mal her! Junis! Was denn? Komm mal, lass mal los! Aber ich will doch gehen! Ich hab keinen Bock mehr! Lass mal! Was ist da so schwer? Lass mich doch gehen einfach! Setz dich mal hin! Was willst du? Ich will doch mich doch gar nicht hinsetzen, Mann! Doch, du setzt dich jetzt hin und du redest mit mir! Ja? So! Nein! Hä? Ich will nicht mehr! Setz dich doch hin! Aber ich will doch nicht mehr. Setz dich doch einfach hin. Aber ich will doch gar nicht reden. Aber ich will reden. Ja. Ich bin auch ein Mensch mit Bedürfnissen. Und ja. Ich will gerade reden. Ja, darf ich dann gehen? Nein, du gehst nicht. Warum? Wie, warum? Denkst du auch, du kannst antanzen und gehen, wenn du willst, oder was? Ja. Nein. Ja, was ist? Wie, was ist? Ja, rede. Ja, du bleibst hier. Warum? Ich habe doch keinen Bock mehr. Ich muss so akzeptieren, dass ich keinen Bock mehr habe.
Nein, Khalas, Entschuldigung, Schatz. Entschuldigung, Schatz, ich habe ein Video gedreht, es war ein Prank. Wallah, Khalas. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie traurig sie aussah. Ich just gesagt. Nein, nicht weinen, Wallah, Entschuldigung, Schatz. Junge. Nein, Schatz. Weißt du was, du kannst es wirklich gehen. Nein, Schatz, Khalas, Entschuldigung. Du hast gesagt, du machst sowas nicht. Nein, es hat mir so leid getan. Entschuldigung, Wallah, Entschuldigung. Nein, du machst sowas nicht. Das kommt nicht online. Ich möchte das nicht. Hör auf mit solchen Späßen. Du postest das nicht, nein. Khalas, Schatz, tut mir leid. Ich mach Massage. Nein, ich scheiß auf Massage. Khalas, beendest du das? Ich scheiß auf, nein. Beendest du das? Nein. Oh nein, nein, du Wallah, Entschuldigung. Khalas, Freunde, ich muss das Video jetzt beenden hier. Nein, geh jetzt. Jalla, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Geh jetzt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Khalas, ich muss jetzt gehen, Freunde. Tschüss. Wann darf ich wieder rein? Gar nicht. Khalas, tut mir leid, Schatz. Nein. Sie hat mir so leid getan, Wallah. Ciao, bis zum nächsten Mal. Besser, ich mach Kamera weg. Darf ich wieder rein? Du darfst das Video nicht posten.